Armando Torres, Das Geheimnis der gefiederten Schlange, die Kunst des Schauspielens, Teil 2. Eines Tages fand ich ihn nicht in seinem Haus und ging zum Markt, um zu sehen, ob er dort war. Er hatte einen Verkaufsstand, in dem er alle möglichen Waren verkaufte. Ich fand ihn dort. Er war damit beschäftigt, einen Uisquintla-Welpen, eine alte mexikanische Hunderasse, zu verkaufen. Deren Kennzeichen ist das Fehlen der Haare. Auf den ersten Blick sind sie hässlich, aber wenn man sie besser kennengelernt hat, erkennt man, dass sie die besten Freunde sind, die man haben kann. Nachdem der Verkauf abgeschlossen war, kam er herüber und lud mich ein, mit ihm einen Spaziergang auf der Plaza zu machen. Unsere Unterhaltung drehte sich darum, wie man seinen Lebensunterhalt verdient. Es ist äußerst wichtig, wirtschaftlich frei zu sein. Ein Zauberer, der sich nicht selbst ernähren kann, verdient es nicht, Zauberer genannt zu werden. Es gibt jede Menge Leute, die wirtschaftlich von anderen abhängig sind. Sie leben mit einem ständigen Druck, weil sie nicht genügend Visionen und Initiative entwickeln. Ich meine nicht, dass man reich werden muss. Nein, ich sage, dass man ausreichend Mittel braucht, um nicht von anderen abhängig zu sein. Außerdem muss man sein Vorgehen so planen, dass noch genug Zeit für die Praxis übrig bleibt. Du siehst schon, dass es komplizierter ist, als es den Anschein hat. Als ich das hörte, fühlte ich mich schrecklich. Ich glaubte, dass er zu mir das sagte, weil ich bei den Heilern lebte. Ich half ihnen zwar bei ihren täglichen Aufgaben, aber ich hatte keine weitere Einkommensquelle. Ich sagte es ihm sogar, doch er versicherte mir, dass ich mir keine Sorgen machen müsse. Mein Kummer war nicht so leicht zu besänftigen. Bei einem anderen Treffen fragte ich Don Bernard, was ich tun könne, um das Problem zu lösen. Er lächelte und sagte, ich möchte, dass du eine Liste von gewinnbringenden Beschäftigungen machst, mit denen du dich identifizieren kannst. Diese bringst du mit, wenn du mich das nächste Mal besuchen kommst. Doch jetzt werde ich dir die Grundlagen des Marketings beibringen. Bedenke, dass absolut alles gekauft oder verkauft wird. Jeder von uns ist ein Käufer oder Verkäufer, ob uns das gefällt oder nicht. Ich sagte voller Überzeugung, ich muss dir leider widersprechen. Ein Arbeiter ist offensichtlich kein Verkäufer. Natürlich ist er das, behauptete er. Ein Arbeiter verkauft seinem Chef das wertvollste Gut in der Welt, seine Zeit. Er bietet seine Fähigkeiten an und der Chef zahlt ihm einen Lohn, mit dem er alles kaufen kann, was er zum Leben braucht, um weiter arbeiten zu können. So bleibt der Kreislauf von Kaufen und Verkaufen geschlossen. Ich schwieg und dachte darüber nach, was er gesagt hatte. Dann fragte ich ihn, was ich tun kann, wenn ich nichts habe, was ich verkaufen kann. Scherzend sagte er, dass diejenigen, die nichts zu verkaufen haben, sich am Ende selbst verkaufen. Er lachte über seinen eigenen Scherz und fügte mit ernster Stimme hinzu, »Wenn du das banale Geldproblem nicht lösen kannst, wie kannst du denn denken, dass du das Problem der Freiheit lösen kannst?« Seine Stimme war beinahe vorwurfsvoll. Ich war schockiert über die Richtung, die unsere Unterhaltung genommen hatte. Die Folgen seiner Ausführungen waren gewaltig. Er fuhr fort, »Die Leute kaufen alles, was sie kriegen können. Tatsächlich gehen sie einkaufen, selbst wenn sie nicht wissen, was sie wollen. Sie sind vom Verkäufer abhängig, der sie überzeugt, dass sie sein Produkt wirklich brauchen, was immer es auch sei. Wenn der Verkäufer überzeugend ist, dann kommt es zum Verkauf. Andernfalls bekommt er ein Nein. Aber das entmutigt einen guten Käufer nicht, weil er weiß, dass nach dem letzten Nein ein Ja kommt. Deswegen bleibt er beharrlich dabei. Es war sehr viel Arbeit für mich, die Aufgabe zu erfüllen, eine Liste zu machen. Ich hatte wirklich nichts zu verkaufen. Dann erinnerte ich mich an Geschichten von Leuten, die Vögel verkauften. So begann mein Plan, Vögel zu fangen und sie zu verkaufen. Nach einiger Zeit hatte ich genug Geld verdient, um den Bauern der Gegend etwas von ihrer Ernte abzukaufen. Ich verkaufte diese Pflanzen und hatte dann genug Geld, um es in andere Artikel zu investieren. Eins führte zum anderen. Ich folgte Don Bernards Anweisungen und hatte nach einer Weile ein recht ordentliches Kapital verdient.
Ich gab alles den Heilern, damit sie kaufen konnten, was immer sie brauchten. Als ich in der Kunst des Schauspielens voranschritt, war ich überrascht über die große Bandbreite dieser Kunst. Das hatte ich nicht erwartet und ich hatte nicht einmal gewusst, dass es dies alles überhaupt gab. Es schien mir, als könne man das gesamte Universum innerhalb dieser Parameter unterbringen. Die Kunst des Pirschens war aus der Sicht eines Kriegers ein Werkzeug, um sein Energieniveau zu erhöhen. Wenn man sich selbst beobachtet, dann erkennt man die Wiederholungen, mit denen sich das Ego verteidigt, und man erkennt den nutzlosen Verbrauch von Energie. Wenn der Krieger sich all dessen bewusst wird, dann schließt er die Löcher, durch die die Energie abfließt. Ein Beispiel hierfür ist die Geschichte, wie einer der Lehrlinge kämpfte, um den Energieverlust zu stoppen. Als er bei uns ankam, war er unzivilisiert und stark wie ein Stier. Er hatte die Haltung, geh mir aus dem Weg oder ich zerquetsche dich. Die Konfrontation mit den Übungen der Heiler führte dazu, dass er sich der enormen Energiemenge bewusst wurde, die er brauchte, um dieses Selbstbild aufrechtzuerhalten. Er entwarf eine Strategie für sich. Er steckte all seine Wildheit in die Aufgabe, die Löcher zu schließen, durch die er Energie verlor. Durch diese Methode erhöhte sich sein Energieniveau exponentiell. Don Bernard brachte mir außerdem die Kunst bei, wie man in den Bergen überlebt. Ich erinnere mich, dass er eine Parallele zog zwischen dem Überleben in der Wildnis und dem Überleben im Betondschungel einer Großstadt. Er sagte, dass ich beides nicht so sehr unterscheide und dass die Techniken des Versteckens, des Wachsamseins und der Benutzung von Verkleidung oder Tarnung in beiden Welten anwendbar seien. Während der Zeit, in der ich von Don Bernard unterrichtet wurde, erzählte er mir, dass wir einem vorgegebenen Verlauf folgten. In Übereinstimmung mit seinem Trainingsprogramm hatten wir begonnen, die offensichtlichen Charaktereigenschaften der Menschen zu analysieren. Dann erkannte er, dass ich soweit war, die subtileren Aspekte des menschlichen Verhaltens zu untersuchen. Ich musste üben, jede dieser Persönlichkeitstypen zu sein, die wir untersucht hatten. Er nahm mich immer wieder mit auf den Markt und zu Orten, an denen viele Menschen waren, so dass ich mit ihnen in ihrer alltäglichen Welt interagieren konnte. Von Zeit zu Zeit fragte ich ihn, wie lange wir dies noch tun würden. »Solange, bis es ganz natürlich für dich ist«, antwortete er gewöhnlich. Ich verbrachte Jahre mit diesem Training, bis ich den Kern des Themas verstand. Schließlich konnte ich ohne Probleme die Veränderung von Stimmungen darstellen. Ich konnte innerhalb von Sekunden von Glück zu Trauer, vom Lächeln zu Tränen wechseln. Er brachte mir bei, wie ich verschiedene Ichs erschaffen konnte, die ich so darstellen musste, als wenn sie Charaktere in einem Theaterstück wären. Er leitete mich an, etwas zu erschaffen, was er sein Meisterstück nannte. Es hieß »Die Rolle des makellosen Kriegers«. Er half mir, diesen Charakter mit Leben zu erfüllen, ihn zu verkörpern. Wir gaben dieser Rolle einen Namen und eine Persönlichkeit sowie eine persönliche Geschichte. Dann führten wir zur Freude aller ein Tauffest für diesen Charakter durch, den wir erschaffen hatten. Ich hatte all dies als Spaß aufgefasst, so als wäre es ein Zeitvertreib oder Spiel, bis ich eines Tages überrascht feststellte, dass ich mich entsprechend dieses Theatercharakters verhielt. Dieser hatte offensichtlich viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung als mein vertrautes, altes Selbst. Don Melchior würde sagen, dass ich in einem bestimmten Augenblick die Pferde gewechselt habe. Ich hörte auf, wie der Schwächling zu agieren, für den ich mich hielt, und handelte stattdessen wie ein neues Wesen, das ursprünglich als Charakter in einem Theaterstück erschaffen worden war. In dieser Rolle fühlte ich mich viel wohler.